Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen, kurzen, ich weiß gar nicht, wie lange es wird, ich habe nur noch eine Stunde Zeit, dann geht's auf große Radreise hier, 3 Wochen werden wir unterwegs sein, der Peter vom Kanal Black Max und ich, und ja, in diesem Video soll es um den Inhalt meiner Packtaschen gehen und ich habe jetzt vor einer Stunde auch noch gepackt und dachte mir, komm, machst du jetzt das Video und nicht jetzt schon irgendwie ein paar Tage vorher, dann packst du sowieso wieder was anderes an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr schon mal so eine Reise mit dem Rad gemacht habt oder längere Ausflüge, mehrere Tage, dann fällt einem auf der letzten Minute doch immer noch wieder was ein, was man machen kann, so wie jetzt hier, zeige ich euch mal eben ein Foto, den Trinkflaschenhalter eigentlich von meinem Gravelbike, den man auf der Sattelstütze bauen kann, habe ich jetzt hinten noch ans Fahrrad gebaut, damit ich dann noch keine Wasserflasche mitnehmen kann oder unterwegs was zu trinken. Das ist mir heute Morgen nochmal eben eingefallen. Und jetzt will ich auch gar nicht lange groß rumschnacken hier. Fange direkt mit der ersten Tasche an, mit meiner Lenkertasche, die ich vorne hier am Lenker habe. Und da habe ich bei mir drinne mein Portemonnaie und meine Actioncam. Damit werde ich die Reise ja filmen. Noch den kleinen Fußstand für die Actioncam und das war's auch schon. Mehr kommt da vorne gar nicht rein, weil wenn ich da viel Sachen reinpacke, dann klappert das auch immer. Und das hört ihr nachher in den Videos. Und das stört mich dann auch. Und so kann ich dann einfach die Sachen, die Kamera beim Filmen da reinschmeißen. Also wenn sie schnell loswerden muss, zack, ist sie drin. Und das war es jetzt schon hier. Beziehungsweise, nein, gelogen. Ist ja noch ein kleines Fach hier mit Reißverschluss drin. Was ich da drin auch noch habe, ist hier meine In-Ears mit Geräuschunterdrückung, dass ich Peters Schnarchen nicht hören muss. Mein Bite Away, und das ist alles selbst gekauft jetzt hier, kein Werbevideo, gegen Mückenstiche, das hat ja diese Keramikheizfläche, wenn man mal gepikst wird, falls es da wohl unterwegs in Mücken geben sollte. Mein Fahrradschlüssel, ist doch noch mehr drin, als ich dachte. Mein Ladekabel fürs Smartphone, ich fahre ja mit dem iPhone am Lenker und kann dann über das Intuvia vom Bosch hier mein iPhone laden. Mit meinem klappt das, wir haben neulich vom Bekannten hier das iPhone angeschlossen, hat es nicht geklappt. Habe ich also Glück, dass es funktioniert. Also kann man sich nicht darauf verlassen, dass sowas funktioniert. Und die kleine Knarre hier mit passender Nuss. Wo ist sie hier? Für mein... Ich glaube, das ist sie gar nicht. Ja, wo ist sie denn? Die sollte ich dabei haben für mein Pitlock-System. Ich habe meine Steckachsen ja an der Sattelstütze und an den Rädern mit Pitlock gesichert. Gibt es auch ein Video auf meinem Swobo-Gear-Kanal, wie ich das einmal zeige. Und das ist hier vorne auch noch drin. Das muss auch ein bisschen mit Zewa hier verpackt sein, damit das halt nicht klappert, weil das Klappern mag ich halt nicht, wie gesagt. So, ihr kommt auch wieder rein. Das war es dann jetzt wirklich mit Tasche 1 der Lenkertasche. Machen wir weiter mit der Tasche links vorne. Links vorne ist innen, also das Rad, wenn man es am Ständer stellt, kippt ja nach innen. Und in den Taschen, die dann innen liegen sind, falls der Ständer mal nicht hält oder das Rad umkippt, dann wird es ja Richtung Ständer fallen, habe ich weiche Sachen gepackt, damit dann auch nichts kaputt geht und das Rad dann auch ein bisschen gepolstert ist. Also jetzt links vorne hier mein Zelt. Ich muss mal ein bisschen hier runter, damit man mich noch sehen kann. Da drinnen halt einen Packsack 8 Liter, falls die Außenhülle nass ist, dass ich die extra einpacken kann. Würde ich dann auf den Gepäckträger klemmen, der ist ja bei mir frei. So, komm raus, zieh dich nicht. Dann einmal das Zeltdach. Dann ein leichter Hammer, ist wirklich sehr leicht, ich weiß gar nicht, was der wiegt. Ich glaube, hier steht drauf 260 Gramm, ist okay, zum Heringe einschlagen, falls es ein bisschen festerer Boden ist. Dann Heringe aus Aluminium hier. Habe ich ganz neu. War ein Tipp von Peter von Black Max, der hat die auch schon mal bei sich vorgestellt. Ground Sheet zum drunterlegen, damit das Zelt von unten nicht nass wird. Und zu guter Letzt hier das Zelt selber. So. Alles wieder rein. Ja, noch eine Stunde. Da ist man ja schon ein bisschen aufgeregt. Ne? Wo, wie ich uns kenne, kommen wir sowieso nicht pünktlich los. Das wird also noch ein bisschen länger. Rechts vorne die Küche und mein Kulturbeutel packe ich jetzt nicht aus, Medikamente, die ich einnehmen muss,
Zahnputzbecher, Duschzeugs, alles Mögliche. Der ist nicht ganz voll, hier ist noch ordentlich Luft drin. Pflaster, was weiß ich. Was man so unterwegs benutzen können, wollen, würde, müsste, wenn man es braucht. So, mal wieder hinsetzen, dass ich auch ganz ins Bild komme. Dann habe ich hier eine Stirnlampe. Die benutze ich im Zelt. Ich habe oben so ein kleines Netz im Zelt, wo ich die reinlege, wo man ein bisschen Licht im Zelt anmachen kann. Die ist nicht so ganz hell. Und die kann man sich halt auch, wenn man mal raus muss, im Dunkeln und die Hände beide braucht, was ich am Fahrrad was ist, was machen muss, kann man sich auf den Kopf setzen. Halt eine Stirnlampe. Dann mein Trinkbecher. So ein faltbarer, auch hitzebeständig. Habe ich mir auch letzte Woche erst gekauft. Aber schon ausprobiert, funktioniert super. Und braucht dann nicht so viel Platz, ne, weil er faltbar ist. Was haben wir hier noch? Ein paar kleine Mülltüten. Einmal für ein bisschen Müll, aber auch was weiß ich, Schmutzwäsche, wenn man nasse Sachen hat, dass die mit den trockenen, sauberen Sachen halt nicht in Kontakt kommen. Mein Multigewürzstreuer. Pfeffer, Salz, Paprika, Curry. Ich weiß jetzt nicht, ob wir selbst großartig kochen werden, aber ich bin darauf vorbereitet, falls es so sein sollte. Dann Instant-Kaffee. Habe ich lange überlegt, weil ich habe mir so eine kleine Hand-Espresso-Maschine gekauft. Hatte mir der Hösel, liebe Grüße nach Nordwalde, der hat es auf seinem Kanal auch mal vorgestellt, mir, ja, was heißt beworben, aber wir waren noch unterwegs und in das Video wird noch kommen, wo wir Vatertagstour gemacht haben, mehrtägige. Und da war das schon super morgens, so ein Kaffeecreme aus so einer Hand-Espresso-Maschine. Also war richtig, richtig schöner, mit Kaffeecreme obendrauf, so ein Espresso. Super Sache, aber ich habe mir doch für diese hier entschieden, doch viel weniger Gepäck, was ich mitnehmen muss. Und das muss ich die Kaffeemühle mitnehmen und dieses Teil und was nicht alles. Und es ist auch ein riesen das heißt Aufwand, aber es ist schon doch deutlich mehr Aufwand. Letztes Wochenende noch zwei Nächte gezeltet, haben wir morgens mal ausprobiert. Das dauert schon, auch das Saubermachen, wenn man schnell los will. Instant-Kaffee. Aber ich denke mal, es wird auch Bäckerei mit Kaffee unterwegs geben. Dann kommt jetzt, zier dich nicht, mein Trangia, zeige ich euch gleich. Geschirrtuch, Gaskartusche, Bulgur, nehme ich immer mit, weil ich habe hier auch, die packe ich jetzt nicht alle aus, sind insgesamt 9 Tassensuppen drin. Und da kann man so ein bisschen mehr, das heißt, Pep ist es ja nicht, aber ein bisschen mehr Energie in die Suppe bringen. Ist nicht so flüssig, ne? Mit Bulgur. Und eine leere kleine Dose, was noch was am Essen überbleibt oder was auch immer, kann man was reinpacken. Könnte ich auch, wenn ich pfiffig bin, bin ich jetzt mal, ein paar von den Suppen reinpacken, ne? Siehst du? Ist auch gut, dass ich die Tasche heute Morgen nochmal ausgepackt habe. Den Platz darf schon gleich wieder gespart, ne? Komm, eine geht noch. Na, ziert euch nicht. Fertig. So, Trangia. Ich habe ja den kleinen Trangia, den 29,3. Der große ist ja 27,3. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum der kleinere die höhere Nummer hat, aber egal. Aber ich habe zusätzlich zu diesem kleinen Trangia einen großen Topf. Das ist jetzt 2,5 Liter, ne? 2,5-3 Liter steht da drauf. Habe ich mir eigentlich mal besorgt, schenken lassen für die Koch-Challenge, die wir hatten. Das perfekte Outdoor-Dinner. Durfte ich aber nicht benutzen, hat die Jury abgelehnt, weil alle das gleiche Kochsystem hatten durften nur. Darum, aber die habe ich noch und der kommt diesmal mit, weil wir mit 2 Leuten unterwegs sind, da kriegen wir viel mehr rein, wenn man mal Nudeln kocht oder irgendwas anderes. Kleine Bratpfanne, Schneidbrett mit Sieb, Öl zum Anbraten. Das ist hier Dutch Oven Zauber, so ein Universalgewürz. Kriegt man alles mit lecker. Besteck. Messer, was zum Umrühren. Was haben wir denn noch? Kleinen Putzschwamm, einfach einen normalen abgeschnitten, dass er hier reinpasst. Dann habe ich umweltfreundliches Spülmittel. Also man kann auch das draußen, das Wasser damit wegkippen. Das ist ohne Mikroplastik. Ist extra dafür geeignet. Habe ich, glaube ich, auch mal ein Video vorgestellt. Und der Gasbrenner vom Trangia. Und den Feuerstahl zum Anmachen fürs Gas habe ich zerlegt. Dann passt das hier besser rein. Habe ich jetzt schön geredet, der hat sich selbst zerlegt. Der ist irgendwie kaputt gegangen. So, wenn ich jetzt Glück habe, passt hier auch alles noch wieder rein. Und wenn nicht, bereue ich in diesem Moment dieses Video.
muss ich jetzt zurückspulen, damit ich gucken kann, wie es war. So. Jetzt ist alles wieder drin. Geht doch. Eigentlich könnte man noch den... Nein. Passt nicht. Eigentlich ganz praktisch, dass ich nochmal ausgepackt habe. Und die letzten Ecken nochmal sinnvoll nutzen. Da packe ich mal eben wieder ein und springe dann direkt weiter für euch zur nächsten Tasche. Die nächste Tasche, die ich euch vorstelle jetzt, der nächste Tascheninhalt hier kommt jetzt aus der Satteltasche oder wie man auch so schön sagt, Arschrakete. Ist, glaube ich, eine 10 Liter Rakete, was ich hier habe. Und habe ich ganz tief drin das Kettenschloss fürs Fahrrad hier, also richtige Kette von Abus. Und dahinter dann diesen Beutel hier und da drinnen. Der ist vakuumierbar, ist ganz praktisch. Da sind auch leichte Sachen drin, dass ich jetzt nicht so ein großes Gewicht an der Saalstütze habe. Ich habe eine Alu-Saalstütze, ist ja kein Carbon, irgendwie, was da hinten brechen kann, aber ich muss das ja nicht übertreiben mit schweren Sachen, die man höher hängt. Je tiefer das Gewicht ist, umso stabiler ist das Fahrrad ja auch. Regenjacke, die ich hoffentlich gar nicht brauche. Eine Badehose. Das ist auch so letzte Minute eingepackt. Hier, Peter hat mir erzählt, eine Badehose mit, dachte ich, da kannst du ja nicht ohne baden gehen, wenn wir baden gehen. Dann hier Windstopperweste. Auch schön in Signalfarben. Was kommt dann? Regenhose. Regenschuhe. Und eine Rolle Klopapier. So. Das mal wieder rein. Man weiß ja nie auf Campingplätzen. Wir sind ja auch in der Slowakei unterwegs, in Tschechien und ein paar Tage in Polen. Wie da die Ausstattung ist, ob da immer alles so vorhanden ist, wissen wir nicht. Kommt ja alles sehr schön rein. Und das habe ich extra auch in diese Alttasche gepackt. Jetzt nicht nur, weil es leicht ist, dass ich auch schnell drankomme. Also wenn es jetzt wirklich regnen sollte, das kann man schön hier einrollen und dann nimmt das auch genau die Form an, dass es da reinpasst. Muss man sich also keinen Kopf machen, dass man jetzt irgendwie, dass das da nicht reinpasst. Das ist eine wunderbare Sache. So, kommt wieder ans Rad. Nächste Tasche jetzt hier rechts hinten. Also nicht die Seite, die auf den Boden fällt, wenn das Fahrrad hinfällt. Und da habe ich hier vorne drin meine Crocs. Ich kann ja nicht nur in Schuhen rumlaufen. Dann natürlich die Kleidung, die ich anhabe hier. Das ist eine Zipphose, das Hemd und meine Outdoor-Schuhe. Die sind von Revolution Race. Wie gesagt, alles selbst gekauft. Aber die sind leicht. Die haben eine relativ dicke Sohle. Das ist zum Radfahren auch ganz gut, dass man nicht unbedingt die Pedale merkt. Und sie sind schnell trocknend. Wenn das nass werden sollte, ich bin ja sonst auch mit Lederschuhen unterwegs gewesen, letzte Radreise auch, weil die sehr bequem sind, die Lederschuhe. Aber in dem Fall jetzt hier, dachte ich, hier komm, gönnst dir mal was anderes, was ein bisschen outdoorfähiger ist. So, ich glaube, ich stelle die mal auf den Boden, dass ich sie besser ins Bild bringen kann. Techniktasche, also die liegt oben, wenn das Fahrrad umfällt, sozusagen das Wertvollste. Jetzt hier außen oben, da drin ist, ich werde mal gucken, die Speicherkarten. Ich habe 16 mal 125 GB mit. Wir fahren 18 Tage. Davon sind mit zwei Pausentagen, also 16 Tage Fahrtage. Und dann kann ich fast jeden Tag Speicherkarte wechseln. Mikrofon, falls die Funkanlage ausfallen sollte, irgendwas kaputt ist oder verloren oder geklaut oder was auch immer. Man weiß es ja nicht, dass ich noch Ton aufnehmen kann vernünftig. Ladegerät, Ladekabel von jeder Sorte 1. Ich habe noch nicht alles auf USB-C.
Und was nämlich nicht auf USB-C ist, ist zum Beispiel hier die Drohne habe ich dabei. Aber jetzt nicht im Originalcase, sondern ganz schmal verpackt. So, warte ich mal eben die Feuerwehr ab. Ne, war der Rettungswagen. Das Funkmikrofon-Set ist hier drin verpackt. Noch das zweite Funkmikrofon und das ist eine Ladeschale, wo man das Ganze zwischendurch auch laden kann. Ist auch ganz praktisch. Dann haben wir noch eine Powerbank, 99,16 Wattstunden, also fast 100 Wattstunden. Da komme ich echt ein paar Tage mit hin. Ja, da bin ich wieder. Beim Thema Powerbank ist direkt der Kameraakku leer. Aber ist der nächste drin, weiter geht's. Also 100 Wattstunden, wie gesagt, und man kann ja auch induktiv laden. Ich habe ein iPhone, das ich als Smartphone kann ich auch induktiv laden. Falls die Anschlüsse am iPhone nass werden sollten, warum auch immer, hoffe ich nicht. Das iPhone ist am Lenker und wenn schlechtes Wetter ist, ich navigiere auch sonst mit dem Navigationsgerät, also sozusagen doppelt gemoppelt, wo das Navi eher dazu da ist, um alles auch aufzuzeichnen, dass hinterher da ist. Jedenfalls Powerbank, dann die Fernbedienung für die Drohne, meine Sonnenbrille. Ich habe ja Gleitsichtgläser in meiner normalen Brille, in der Sonnenbrille auch. Da fragen manche auch mal, was ist das für eine? Performa steht da dran. Wear Helmet. Performa TTR. Tja. Das scheint die Marke zu sein. Und das sind auch halt richtig geschliffene Brillengläser mit Gleitsicht. Die ist hier drin. Und Taschenlampe, 1000 Lumen. Die benutze ich zum einen als Taschenlampe, aber zum anderen auch, da ist ein 5000 mAh Akku drin. Die kann man nicht nur laden, sondern die kann man auch als Powerbank benutzen. Ne? Da ist ein USB-C-Anschluss hinten dran. Und ja, wenn man im Dunkeln wirklich mal sehen muss, die hat hier die Aufnahme von Garmin. Die könnte ich auch da, wo es Navidons dran ist, einfach ans Fahrrad klemmen. Und dann hat man einen richtigen Fernscheinwerfer. Oder wie gesagt, wenn man im Dunkeln Zelt aufbauen muss oder im Dunkeln abbauen, wird bei uns wahrscheinlich nicht der Fall sein. Es ist ja Mitte, Ende Juni jetzt schon, sind die Tage ja schon so lang. Das soll wohl genug zu sehen sein für uns. Und das Ganze habe ich hier in so einer, ich weiß gar nicht, wie man das nennt hier, ne? Aus einem großen Versandhaus mit A mir besorgt. 4 Stück in so einem Set, glaube 20 Euro. Selbst gekauft. Keine Werbung. Techniktasche, weiter geht's. Flickzeug. Hatte ich damals hier das passende Trinkflaschenhalterung rein, zu meinem Rennrad dazu bekommen. Das ist ja auch schon 11 Jahre her. Was habe ich da drin? Ersatzschlauch. Ein bisschen Klebeband. Schlauch lasse ich jetzt mal drin. Reifenheber. Das ist ein Schlauch, den ich nicht unnötig oft hier an der Kante vorbei schrubbel. Der soll ja auch noch ein bisschen länger halten. Ne? Und einmal Handschuhe. Falls man eine Kette anpackt, muss man nicht gleich immer spitzige Finger bekommen. Das ist da drin. Dann nicht zu vergessen, mit einem E-Bike unterwegs, sprich Ladegerät, muss natürlich dabei sein. Die nächste Täschchen, gucken schon die Kabelbinder raus. Ein bisschen locker gepackt alles hier. Das finde ich auch ganz praktisch mit den Täschchen. Die Sachen würden sonst irgendwo, kann man sich natürlich Platz sparen, dann irgendeine Ecke schieben muss, da finde ich sie wieder gar nicht wieder. Ne? Mein Taschenmesser ist dabei, dann USB Ladepoint mit USB-A ist das ja, glaube ich, ne? Und unten USB-C. Passende Kabel dazu. Dann für Campingplätze hier wie heißt der CEE-Stecker, ne? CCE, irgendwie so. Das ist, was ich meine hier, dass man auf Campingplätzen dann halt auf eine normale Steckdose wandeln kann. Ich habe mir extra mal einen besorgt ohne Kabel, damit das nicht unnötig viel Gepäck hier ist. Jetzt habe ich dabei 2 Seilschlösser von Airbus. Die kurzen sind 60 cm. Wenn man die Taschen mal kurzfristig sichern möchte oder sonst irgendwas, ganz praktisch. Ein 10 Liter Rucksack, ganz klein verpackter, auch ganz dünner. Wenn wir einkaufen sind und nichts mehr in die Taschen passt, glaube ich diesmal nicht, ich habe genug Platz in der Tasche. Ich habe mir extra die größten Taschen besorgt, die ich finden konnte im Internet, relativ neu jetzt. Von Ortlieb die Backroller XL heißen hier, 35 Liter pro Tasche. Das ist schon was, aber hier noch mal ein kleiner Rucksack. Multitool, mal vernünftig zusammenklappen, dass es nicht piekst. Bremsscheibenschloss, gibt es auch auf meinem Smobo Gear Kanal ein kleines Video, wo erklärt wird, beziehungsweise wo ich erkläre, wofür ich das nutze, nämlich um mein Ladegerät vor Diebstahl zu sichern, dass ich einfach so einer mitnehmen kann. Dann habe ich hier für Gaskartuschen so einen Aufsatz. Es gibt ja verschiedene Normen von Gaskartuschen.
dass man auch eine anders genormte Gaskartusche an meinen Gasbrenner anschließen kann, wenn die oben noch nicht diesen Schraubaufsatz direkt dabei haben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Fachbegriffe dafür heißen. Dann habe ich hier eine kleine Pumpe, wo man den Druck ablesen kann, was man in den Reifen reinpumpt zum einen. Und man kann hier High Volume, High Pressure umschalten. Sprich, man kann erstmal viel Luft schnell reinkriegen und dann nachher mit viel Drücken, wenig Luft, aber guten Druck. Das ist relativ einfach dann, dass man nicht so viel Kraft braucht. Habe ich noch nie gebraucht. Toi, toi, toi. Kettenöl werden wir schon brauchen bei 1700 Kilometern. Und ein Sortiment, eine kleine Auslese an Kabelbindern. So, jetzt die Gelegenheit mal nutzen, das vernünftig einzupacken hier. Geht gar nicht, ne? Bei so einem Zeug. Das ist natürlich dann auch manchmal der Fluch von großen Fahrradtaschen. Da passt so viel rein, man muss gar nicht so ordentlich in Anführungsstrichen packen. Aber ich finde das, wie gesagt, ganz praktisch. Man nimmt die Dinger raus und kommt direkt an andere Sachen dran, die man dann vielleicht eben schnell braucht. Zum Beispiel die Ersatzgaskartusche. Meine Luftmatratze. Erste-Hilfe-Set. Das packe ich vielleicht noch lieber in die Arschrakete rein, dass man da schneller drankommt. Mein, jetzt kommt's, Typ 2 Ladeadapter. Wir sind ja, wie gesagt, in Slowakei, Tschechien und Polen unterwegs mit dem E-Bike. Und ich habe keine Karte gefunden, auch in Landessprache da nicht, wo E-Ladesäulen verzeichnet sind. Da gibt es anscheinend nur in Deutschland, dass es irgendwie E-Ladesäulenkarten gibt überhaupt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt welche gibt. Ich habe geguckt, hier YouTube-Videos, E-Bike-Reisen. Es ist nie irgendwie, dass Leute da in der Wallamuggen unterwegs waren, wenn dann in die Pension. Und von daher mein berühmter, in Anführungsstrichen, Typ-2-Adapter. Ich habe mir vor gut zwei Jahren ja selbst mal gebastelt, weil man ja eine Elektronik braucht, damit man sozusagen als E-Fahrzeug erkannt wird. Ein Fahrrad wird das nicht erkannt werden. Hier eine normale Schuko-Steckdose, halt 220 Volt, kommt da hinten raus. Und wenn ich den nicht gebastelt hätte, wäre ja so einiges anders verlaufen in meinem Leben. Zum Beispiel wird es keine Electric Devils geben, keine E-Bike-Rocker. Und von daher bin ich eigentlich ganz stolz auf meinen Typ-2-Adapter. Vielleicht kommt der diesmal ja auch wirklich in Benutzung. Wir werden sehen. Und was habe ich da noch? Eine Ersatzhose ist da drin. Was heißt Ersatz? Muss ich die Wäsche ja auch mal waschen, also wechseln. Diese, die ich anhabe, kann man zippen auf kurz, die hier nicht. Und was habe ich hier sonst noch drin? Auch nicht ganz unwichtig. Nochmal ein Set Schutzglas für die Kamera. Das ist ein Zweier-Set. Also wenn die Scheibe vorne kaputt geht. Ich habe ja schon die dritte jetzt drauf. Ne? Bin schon zweimal kaputt gegangen. Ne, so ein Dreierpack sogar. Dann kann ich mir da schnell selber helfen. Und die sind aber echt empfindlich. Ne? Ich filme mit der Insta Ace Pro. Und die Linse ist vorne so prominent, dass sie so raussteht, dass sie sofort immer auf die Linse fällt. Und wenn ein Steinchen auf dem Boden ist, dann ist es dann gleich geschehen um die Linse. Ne? Und das Display hinten natürlich auch, das Klappdisplay ist genauso empfindlich. So, jetzt habe ich gesagt, ich packe es in die Satteltasche. Ich packe es jetzt erst nochmal wieder hier rein. Vielleicht heute Abend, wenn wir am ersten Spot angekommen sind. Jetzt wieder alles schön hier rein. Wenn ich alles richtig gemacht habe, passt es auch noch. Ne? Wenn es nicht passt, dann bereue ich dieses Video jetzt. Passt nicht. Also zurückspulen und angucken, wo ist das rausgeholt. So. Wo ist hier Luft? Da. Jetzt wird's was.
Tasche ist zu. Kommen wir jetzt noch zu, ja, links hinten. Die Tasche, die, wenn ich das Fahrrad auf der Ständerseite hinfallen würde, nach unten fallen würde. Ich glaube, im Stuhl, das war gar nicht so verkehrt, ne? Also, da ist ja nichts drin. Hier vorne, das ist auch der Vorteil bei den großen Taschen, dass man dieses Netz hier hat. Andere Seite habe ich ja die Schuhe. Hier kann man auch, wenn man jetzt Wäsche gewaschen hat, die da reinpacken. Wenn man zwischendurch anhält, kann man die ein bisschen ausbreiten am Fahrrad und in der Sonne legen, trocknen. Oder hier ist ja halt dieses Mesh drin, dass das auch schon so beim Farbwind ein bisschen trocken ist. Habe ich mir von erfahrenen Radreisenden sagen lassen. So, was haben wir denn hier? eine Mütze. Warum lache ich jetzt? Mein Brillenetui, ja, wo ich nachts diese Brille reinpacken kann. Ich lache jetzt hier, weil als erstes direkt der Flachmann kommt. Ne? Die wichtigsten Sachen sind ganz oben. Hat mir der liebe Jörg, liebe Grüße nach Dürm, zum Geburtstag geschenkt mit einem lecker Whisky drin. Und vielleicht habe ich ja mal Lust drauf, abends einen Schluck zu trinken. Darum habe ich ihn eingepackt. Falls es ein bisschen kälter wird, habe ich hier einen Pulli oben drin. Auch einen schnell trockenen, relativ leichten. Und jetzt kommt wieder so ein Systemnetz. Das zeige ich euch gleich, was da drin ist. Mit Wäsche. Turmbeutel, der ist leer. Schmutzige Wäsche oder auch Einkaufen, was auch immer. Sitzkissen. Ich habe das Video gemacht, mein letztes Video. Schlafen ist wichtiger als Essen. Da habe ich das ja vorgestellt. Warum ich das mitnehme. Mein Faltsessel. Was alles reinpasst. Ne? Dann hier das Gestänge vom Zelt. Das passt nicht in die kleine Fronttasche. Mein Kopfkissen. Schlafen ist wichtiger als Essen. Und mein Schlafsack. Und hier ist noch eine Innentasche drin. Hier sind die Zugtickets drin. Hoffe ich zumindest. Hier kannst du aber noch mal reinschauen. Ticket, super Sparpreis. Da ist der Rückweg. Und das andere ist auch da. Ich mache mal eine kurze Pause. Ich gucke noch mal kurz nach. Fahrradticket. Online-Ticket. Fahrräder brauchen ein extra Ticket. Sitzplatzreservierung, alles da. Kann nichts passieren. So. Das mal wieder schön einpacken. Das ist auch der Vorteil jetzt bei dieser riesengroßen Tasche. Zeige ich euch gleich mal. Das Kissen würde sich immer seinen Platz ja suchen. Ne? Das heißt, kriegt man sonst gar nicht so gut alleine komprimiert. Und du habe ich es halt mit dem Schlafsack unten in einer Ebene, kommt Luft, der noch drin ist. Ne? Sonst haben meine alten Packtaschen ja schon fast mit dem Schlafsack voll. Das ist schon Wahnsinn. So, das lässt sich auch noch davor quetschen. Dann kommt erst der Pulli rein. So, Flachmann ist auch nicht das Erste, was ich brauche, wenn ich die Tasche aufmache. Das Brillenetui auch nicht. Das wird wahrscheinlich auch in die Techniktasche passen. Rucksack, Fallsessel und dann komme ich jetzt zur Kleidung. Das ist alles, was ich mithabe. Gar nicht so viel. Also das, was ich anhabe, habe ich natürlich dabei. Dann habe ich hier meine, ist von Jack Wolfskin, eine Jacke, die ist... wie nennt man das hier, Vlies. Und die ist recht winddicht. Also auch im Winter ist sie wirklich, hält die total warm. Die hat hinten noch, wenn es ein bisschen regnet, eine Kapuze, die man ausrollen kann. Und sonst richtig wasserdicht ist sie nicht. Ne? Aber fahre ich total gerne drin. Fahrrad. Dann habe ich hier noch ein zweites Oberhemd. Ne? Wenn das hier gewaschen wird. Falls das mal gewaschen wird. Dann, falls es wirklich kalt werden sollte, ein Schlauchschal. Vom Mammutmarsch, ein Glücksbringer. Die Wäscheleine habe ich hier. Und Wäscheklammern. Wenn zu zweit unterwegs, kann man dann auch mal, das ist Paracord hier als Wäscheleine. Und ein paar Wäscheklammern zwischen den Zelten spannen. Und Wäsche trocknen. Habe ich auch schon mal genutzt, glaube ich, auf meiner Holland-Tour. Funktioniert auch ganz praktisch. Dann zwei Reisehandtücher. Auch schon ein schnell trockenendes Zeug hier. 60 mal 120 cm sind die. Noch so ein kleiner Lappen, was man mal was putzen muss. Fahrradhandschuhe. Ich fahre jetzt erstmal ohne los. Ich
Ich habe Kork-Griffe, die Ergon GP5, kann man auch ganz gut ohne fahren. Und ich fahre jetzt nicht so sportlich auf der Radreise, dass ich so viel Druck auf den Händen habe. Das müsste gehen. Dann hier Unterwäsche, Socken und nochmal Socken und noch zwei T-Shirts. Das Ganze gerollt, dass ich hier den Platz optimal ausnutze. Jo. Und mit diesen Täschchen hier, bin ganz begeistert. Ne? Peter hat sich auch direkt welche besorgt, kann ich auch so empfehlen. Was auch nicht teuer ist, die gibt es in verschiedenen Größen. Hast du so einen Henkel dran, da fliegt das nicht alles in der Tasche rum. Wo ist sie denn? Hier. So. Packen wir es auch mal ein bisschen anders rum. Das ist so ein bisschen vom Zumachen her sinnvoller, glaube ich. Das von der Form oben liegt, glaube ich. Sind übrigens auch gut rollbar, diese Rolltopverschlüsse. Dann schön einrollen, dass es nicht reinregnet. Und wenn es regnet, dass da kein Wasser reinläuft. Das wäre ja dann ungünstig. Das ist am besten noch ein bisschen lockerer. So. Ja, Freunde, das war's dann, ne? Habe ich was vergessen? Die beiden Taschen, Lenkertasche, Satteltasche, alles vorgestellt. 35 Minuten habe ich jetzt noch. Dann geht die Reise los. Das heißt, ich habe noch Zeit, das Video jetzt hier zu schneiden, damit ihr euch das nächste Woche direkt angucken könnt. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir bleiben auch gesund. Kommen in 3 Wochen heile wieder. Bis demnächst, euer Swobo. Ciao.